Okay. Und wen haben wir hier? Ja, weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht's weiter mit dem Rätselraten hier. Willkommen bei Trend17TV. Und willkommen zu... Was ist hier passiert? Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Oh. Komm, mal da sehen, hat's was gebrannt. Euer Transec hier am Mic. Er war viel jünger als die anderen Piraten. Und das erschwert die Sache natürlich nochmal. Wir haben dieses kleine Schnipselrätsel endlich gelöst. Hier ist aber nichts, was ich, wo man noch was sehen kann. Muss ich näher rangehen. Oh, das ist ja gemein. Moment, da. Da ist was. Oh, geh mal mischen. So, da. Mal eins. Okay, und nächsten. Da ist ein Telefonat gleich. Das hat schon wieder gerumpelt in meinem Handy. In meinem Joypad. Oh, Sam hat geantwortet. Ah. Siehst du, Sam weiß also auch nicht alles. Ham ist nicht angebracht. Ja, von links nach rechts. Edward England, Tirik bin Malik, Yazid al-Abra. Das das Affensiegel habe ich noch nie gesehen. Okay, den Affenspiegel habe ich gerade schon gelesen hier. Kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Oh, da oben. Ich habe die Sterne, aber wer bist du? So, okay, und den letzten. Yazid al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Mogul. Halt, haben die Mogule nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja. Wo ist die? Aber ist geh doch mal aus dem Weg da. Wo ist das? Na da. Da machen sie schön schwer hier, ne? Da? Nada. Sag ich morgens auch immer. Was jetzt sollen wir uns hier jetzt die... Edward England. Kräftiger kleiner Kerl. Also ich sehe hier keinen Hinweis. Na. Nummer 3. Da. Irgendwo war da... Ach da, jetzt habe ich ihn gesehen, den Hinweis. Okay. Oh, war der gut versteckt. Vielleicht im... Da, jetzt habe ich ihn. Okay, und am Schal. Hier. Okay. So, okay, und das Schnipsel. Wir sollten das trotzdem lösen können. Ist das gemein? Objekt untersuchen. Kann man da auch was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Och nö. Das stimmt bestimmt so nicht. Moment. Den nehmen wir mal und drehen den. Da sind so viele. Hier mal ablegen. Nee. Das passt nicht. Der hat 2 und der hat 2. Ich glaube, die gehören zusammen. Der gehört, meine ich, gehen wir mal da oben hin und den dahin. Nein, den dahin. So, und gib mal den und schmeiß den mal hier rein. So. Ich würde sagen, wenn wir den jetzt drehen. Ja. Das passt. So, den auch drehen.
Na, das passt noch nicht. Mann, wenn der mit seinem blöden Daumen da mal im Weg ist, kann man das so schlecht sehen. Das passt auch nicht. Ah, das passt alles nicht. Warum passt das denn jetzt nicht, wenn das andere passt? Hier mal. Nimm den mal. Aber der muss da ja rauf, ne? Ja. Das passt nicht. Aber das passt. Das ist jetzt richtig gemein. Und da oben ist auch, stimmt, da ganz oben ist auch, ist das auf der Ecke schon, der Schnippel? Das passt doch hier. Nee, zurücklegen, nimm mal den. Nein, du sollst den da unten nehmen. Jawohl. So. Das ist aber schade. Mein Gott, das wäre jetzt cool gewesen, wenn das gepasst hätte. Das passt aber nicht. Ich drehe den nochmal. Nee, andersrum. So, hinlegen. Das sind vier. Oh, den mal und hoch. Nee, andersrum. Gucken, ob das passt. Geh mal her. Weiter nach unten. Das passt auch nicht. Oh, das ist doch zum Mäusemelken hier. Das passt alles nicht hier. Ich tausche die nochmal aus. So, gib mal den und den da wieder hin. Da findet man aber hier wieder nicht das. So, ablegen. Da passt. Ich den jetzt drehe hier. Mal gucken. Das könnte passen. Jawohl. Das passt. So, das passt auch. Die beiden passen. Jetzt gucken wir hier nochmal. Leg ich mal hin. Ich glaube, das. Jo, das passt auch. Na, endlich! Okay. Was lange wart, wart endlich gut, ne? So, schauen wir noch mal schnell in die. Die muss auf den Kopf. Nächster. Und das Ding muss nach links. Das Ding muss noch auf den Kopf. Und der Löwe. Der Löwe. Der Löwe. Gehen noch mal hier ran. Dann haben wir's. Dann haben wir's. Jawohl. Na, bitte nicht noch eine Runde. Was haben wir hier? Och nö. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. Okay, einmal. Soll Sam das Rätsel lösen? Zweimal. Und das letzte. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Weißt du, das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Voila. Okay, das sind wohl Fassadwinde,
Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unsere Taschen, Kumpel. Was? Rodeus Quod Licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht. Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst du? Warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow. Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. Ja, so verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Quod Licentia. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Shit. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam, für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Dave weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam? Sam! Verdammt. Hey. Das gute iPhone. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Mal schauen, wie viel ich in diese Folge noch reinpressen kann. Das war ja doch ein recht langer Dialog hier. Mich würde eure Meinung mal interessieren. Möchtet ihr gerne die Folgen ein bisschen länger haben oder lieber ein bisschen kürzer? Schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Sollen die Folgen länger oder kürzer sein? Oder sind sie genau richtig, wie sie sind? Und wir sind wieder auf dem Markt. Sehr coole Location. Bis jetzt meine absolute Lieblingslocation von dem Spiel. Ich glaube, das ist Sam's Turm. Spiel. Auf jeden Fall ist das Sam's Turm. Komm schon. Hier lang. Nach einer kleinen Rätseldurststrecke geht das hier jetzt richtig ab. Gleich. So, nun geh doch mal durch da. Was machst du denn da? Look me in here. Do. Sorry, man. Come here, runter, Nate. Nate, pass auf! Scheiße! Alle aus dem Weg! Wow! Haben wir ihn? Okay. Da ist... ich glaube, ich nehme lieber die AK. Was habe ich dafür jetzt liegen lassen? Okay. Egal, ich nehme die jetzt trotzdem. Wow!
ich glaube ich so gar nicht weg. Nee, ich denke mal nicht. Es gibt kein Waffes nicht noch später. Wow! Das war knapp. Das hat gut geklappt. Da kommt noch mehr. Oh, kommen da viele. Schön Headshot, mein Lieber. Wow, sieht das genial aus. Krieg den da oben, glaube ich, nicht weg. Kommt mit Sicherheit noch mehr. Der hat... Wow, 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 wow! Geh runter, geh runter! Wow, 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 wow! Oh, ich bin gleich tot. Ja, erholt zum Glück. Komm her. Komm hoch mit deinem Dreckschädel. Wow, wow. Ja, sauber. Die Säule ist gleich weg hier. Ja, ich muss hier woanders lang. Das ist nicht gut. Spezzarotti? Was ist das denn für ein Teil? Wow, 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 wow! Shit! Geh weg, 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 weg! Runter, runter! Runter, runter! Ja, schön aufs Fass schießen. Oh, Scheiße. Hier ist, glaube ich, besser. Jawohl. Den haben wir. Erholen. Oh, keine Muni mehr. Was ist das denn? Oh, ich wollte... Jawohl, okay. Krass, ich roll mich mal eben rüber. Sind da noch welche drin? Hier war da noch irgendwo... Nein, was machst du denn? Runter. Runter! War hier nicht noch irgendwo eine Waffe? Hier ist leider keine Waffe mehr. So ein Mist. Okay, gehen wir hinter das Denkmal. Egal. Okay. Wir gehen halt, glaube ich, gleich lieber rein. Okay. Oh, wow, 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 geh runter, geh runter. Geh runter. Oh. Okay. Oh, der ist echt mega nervig. Ich gehe hier gleich die Treppe hoch. Lad mal nach. Okay. Geh raus, raus, raus. Runter, runter, hoch, 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 hoch. Jawohl. Hast du Spaß? Jo, wir haben's, wir haben's. So, meine Lieben. Und an dieser Stelle ist Schluss.
Wir machen einen kleinen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Es bleibt spannend. Haut rein. Lieben Dank und ciao.